Ich muss hier durch, bevor jemand meine Anwesenheit bemerkt. Schnell gespeichert. Viel Glück. Ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Marschieren sehen? Zu wem gehören Sie? Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Nein, Sie sind Hochmagier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich Ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Aha. Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollten. Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht, haben wir ja vielleicht Glück und er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um ihn zu töten. Ha! Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen Zaubertrank der Tarnung Mistkern die Meinung sagen würde. Für die. Mal eben gucken, wie gut der wirklich ist. Zaubertrank der 60 Sekunden, ja. Ich hätte gern einen Sind wir doch Zauber der Unsichtbarkeit. Das wäre praktisch. Was habe ich aber nicht, oder? Veränderung. Rechtenhaut. Schreie, Kräfte, Kampfschrei. Kräftenschrei. Nee, leider nichts. Nun, wir sollten besser wieder unsere Runden drehen. So, jetzt mache ich nochmal schnell speichern, damit die mit dem Labern aufgehört haben. Kann ich auch eigentlich wieder mein Zeugs anziehen, glaube ich. Bekleidung. Bam, bam, bam. 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 Das war's. Waffen. Standard. Ich mach gleich mal. Was ist das? Jawohl, das passt. Habe ich nicht irgendwie, weiß ich, ist ja gerade hier durchgerannt. Was habe ich denn noch für Magie? Beschwörung, Zombie-Entwicklung, Wiederherstellung, heilende Hände, Schreie, Rechenhaut. Schade. Halte mich da raus. Hat's funktioniert? Na komm, Auge, geh wieder zu. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Doch, doch, das kann ich. Scheiße. Da seid ihr! Los, runter! Ihr habt sowohl euer Leben als auch euer Land verloren. So, Ende. Nichts Brauchbares dabei. Schade. Truhe. Ach, Gold nehmen wir mit. Wir dürfen alles immer mitnehmen. Wissen wir ja, Gold. Trank der Unsichtbarkeit, das wär's jetzt. Holzschale. So Bullshit. Ich meine, da hinten irgendwo müssten wir durch. Kuchen und Diamant. Zaubertrank. Starken Heilung. Und sonst nicht. Huch, jetzt habe ich die Holzkohle mitgenommen. Naja, wurscht. Gehen wir halt weiter. Wo kommen wir denn hin? Da kam er hochgerannt. Geschichte und Kultur. Haben wir hier noch was? Lesender Geschmack, Kleiderschrank. Gold nehmen wir immer mit. Stärke, Gesundheit, Regeneration.
Zaubertränke kann man immer gebrauchen. Von daher einfach allen Shit mitnehmen. Ich glaube, jetzt sind wir auf der falschen Seite hochgerannt. Das ist ja wieder typisch. Hallo? Was ist denn mit der komischen Wache da passiert? Die ist einfach weg. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Ich meine, gleich wird es dann richtig beschissen, wenn die ganzen Zauberer und so ankommen. Weil dann kriegen wir mächtig auf den Sack. Ihr hättet nie herkommen geil sollen. Fuß! Fuß! Bruder! Das war schon alles! Wirklich? Geil! Los, Bruder! Ich geh noch mal rein. Hey, voll unauffällig. Ich benutze einfach mal Tränke. Heilung. Heilung. Wir wollen jetzt einfach alles, was da an Wachen war, jetzt bei uns. Das ist auf jeden Fall sehr prächtig. Wir schlachten jetzt einfach alles weg. Es ist einfacher, als sich da reinzuschlagen. Zwischendurch mal so ein bisschen. Haben wir einen Zaubertrank der Magika irgendwo? Der gering Magika. So ein Wundertrunk, Regeneration. Den nochmal durch. So, dann Flammen. Und wieder draufhauen gehen. Hurra. Fall mehr sind ja. Ja. Los, runter! Doch schon mal alles viel einfacher. Siehst du mal. So, Stahlpfeile nehmen wir mit. Können wir gebrauchen. Gold nehmen wir mit. Noch. Stahlpfeile nochmal. Ist nicht. Ist mir alles egal. Wir müssen ja da hinten hin. Ach, guck mal, da fliegt ein Drache. Sachen gibt's. Ist denn da einer? Ne? Klar, jetzt will uns hier ein Drache auf den Sack gehen. Ich glaube nicht. Ich habe erstmal andere Sachen hier zu tun. Gibt's doch nicht. Aber ich brauche das Geld. Ich habe es mir verdient. Ich habe auch Ausgaben, wisst ihr? Seid
Aber niemand sonst hat euch so wertvolle Informationen gebracht, nicht wahr? Etienne, ihr habt gesprochen, nicht wahr? Er weiß, wo sich der alte Mann aufhält, den ihr sucht. Er hat es mir selbst gesagt. Der alte Mann? Den Rest eures Geldes bekommt ihr, wenn wir seine Geschichte bestätigen. Wie vereinbart. Er hat also gesprochen. Ich wusste es. Irgendwann fängt jeder an zu reden. Ich habe noch zu tun. Was war das? Lasst mich arbeiten, wenn ihr je den Rest eurer Bezahlung sehen wollt. Kann ich? Ich könnte euch helfen. Mit mir würde er reden. Traut mir. Da war vermutlich nichts. Ihr möchtet gerne mit mir hin. Das, genau, das wird es gewesen sein. Hier war nichts. Sollen wir seine Fesseln lösen und euch zusammen in eine Zelle stecken? Ihr könnt ihn fragen, was ihr wollt und sehen, was er euch antwortet. Nein, nein, ich warte draußen. Das wäre vermutlich am besten. Und jetzt raus mit euch. Draußen untersuchen. Nehmen wir Schlüssel zum Verhörzimmer. Nehmen wir auch alles mit. Oh, Lindel, pa. Eines Tages wird es ihm so gehen wie mir. Kerker. Gehen wir einfach mal da rein, würde ich sagen, ne? Mit dem Schlüssel. Aufhören, bitte! Das ist alles, was ich weiß. Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Schweigt! Ihr kennt die Regeln. Sprecht nur, wenn ihr angesprochen werdet. Meister Rolindil wird die Fragen stellen. Beginnen wir von neuem. Nein, um Himmels Willen, ich habe euch schon alles gesagt. Nein! Beginnt ganz von vorne, wie immer. Wenn ihr auf eurem Eigensinn besteht, dann lasse ich... Ich habe nur gerade Luft geholt. Warum sollte ich euch etwas erzählen? Ich weiß überhaupt nichts. Da gibt es einen alten Mann. Er wohnt in Rishton. Er könnte dieser Esbern sein, nach dem ihr sucht, aber ich weiß es nicht. Er ist alt und irgendwie verrückt. Das ist alles, was ich weiß. Aha. Haben wir gerade schon. Suche nach Informationen. Ach so. Okay. Sein Name lautet. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe es doch schon 100. Ihr kennt die Regeln. Beantwortet einfach die Fragen. Und wo können wir... Ich hau die jetzt da vorne. Folter ist uncool. Finden? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Was? Ich habe ihn unten im Rattenweg gesehen. Vielleicht lebt er dort, aber ich weiß es nicht genau. Hier etwas mehr? So einfach geht das. 5 Elfenrüstung natürlich. Macht schon ordentlich was her. Naja, so hat der noch irgendwas? Apfelkuchen. Hauptsache der hat zu fressen dabei. Steinhaut, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Sonst nichts. Papierrollen. Ist ja schon tot. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Ja. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Geht schon vor, ich bin noch nicht fertig. Moment, ja. Kein Problem. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schulde euch was. Besucht mich in Rifton, wenn ihr es hinaus schafft. Jawohl. Mal Dunsthöhle. 70 Gold. Was ist sonst noch irgendwas? Der schwarze Pfeilband 1. Diverse Folter-Sachen. Ist hier noch was? Nö. Der wartet jetzt wahrscheinlich darauf, dass wir da was machen.
Der hat aber auch keinen. Hat er irgendwie einen Schlüssel gehabt? Warte mal. Muss ich erstmal schauen. Schlüssel? Nein, kein Schlüssel. Du Schlüssel? Schwaches Gift des langen Leidens. Schlüssel. So, ja, so Schlüssel, Schlüssel und nicht der Schlüssel nach unten. Oder? Nee. Muss er denn dann so ein Bodenlukenschlüssel sein? Er rennt ja noch irgendwo eine Wache rum. Mal gucken. Verbesserte Rüstung. Hm. Ist hier oben noch irgendwas? Nee, da liegt nichts. Rennt da irgendwer rum? Oder da? Nee. Hm. Wo kamen wir denn? Wir kamen von? Von da kamen wir. Das heißt, hier oben müsste noch irgendwo jemand rumlaufen. Theoretisch. Nehmen wir mit. Hey, noch mehr Gold. Feine Kleidung, Knoblauch. Trollschädel. Halt, 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 halt. Immer mit der Ruhe. Mensch. So. Hat auch nichts. Das gibt's doch nicht. Hey, schickes Zeug. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, habe ich gesagt. So, was haben wir da? Elfendolch. Golddiadem. Um es zu haben. Keine Lehrbücher. Das da unten vielleicht noch. Nee, 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 nee. Also die teuren Bücher, die bringen immer irgendwas. Und solche haben wir hier gar nicht. Ich würde den schon gerne mit nach draußen nehmen. So ist das ja nicht. Hm. Kannst du mir ja nicht erzählen, dass hier keiner was gesehen hat. Dass hier nicht ab und zu mal jemand kontrollieren kommt. Hm. Ich habe gesehen, wie die Wachen Leichen in diese Richtung geschleppt haben. Das könnte ein Ausgang sein. Ja. Machen wir, dass wir hier raus. Ich würde ihn ja schon gerne mitnehmen. Mensch. Werkzeuge. Tintenfass. Bla bla. Truhe. Noch mehr Werkzeuge. Hm. Buch. Streitkolben. Knochen. Ein paar Fässer. Hier unten raus, aber hier ist ja auch nichts. Kann ich jetzt nach oben irgendwo gucken?
Das gibt's doch nicht. Da müssen noch irgendwo ein paar Schlüssel rumliegen. Das ist doch unglaublich. Wahrscheinlich hat denn irgendeiner von den Soldaten, die ich vorhin schon umgeboxt habe. Ach, müssen wir wieder rausrennen. Das will ich ja eigentlich gar nicht. So, gehen wir mal in den Hof. Hätte ich nie herkommen sollen. Verschont mich, bitte! So. Zoom-Schlüssel. Granatsteintuniker mit Gürtel und Backkartoffeln. Ach, Mann. Gibt's doch nicht. Irgendwer muss ja doch einen Schlüssel haben. Dolch. 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 Unfassbar, dass einfach irgendwer in den Drachen weggeklatscht, während ich weg war. Was soll das denn? Na gut, von mir aus spare ich mir den Kampf, aber das ist ein bisschen schade. Mein Gott, kommt man nicht hier? Der muss noch irgendwo da rauskommen. Oder habe ich dadurch, dass ich mich nicht durchgeschlichen habe, irgendwo einen Bug ausgelöst? Das kann ich ja gut. Bugs auslösen ist eine Spezialität von mir. Das muss ich aber eigentlich nicht haben. Hier tot. Hier war auch nichts. Hier hatten wir ja angefangen. Jetzt nochmal der Keller. Nicht hier, sondern dort. Muss auch irgendwo aufgehen. Irgendwo muss hier ein Schlüssel sein. Ich meine, ist auch unmöglich. Ich habe hier schon alles weggeklatscht. Hängt der hier einfach irgendwo? Auf jeden Fall ist hier ein Pfeil. Tintenfass, Schreibfehler, Stuhl. Papierrolle. Nein. Langsam werde ich verzweifelt, ja. Merkt man das etwa? Rüstung brauche ich auch nicht. Am Ende finden wir den Schlüssel irgendwo draußen, das wäre ja der Hammer. Also außerhalb des Geländes am besten, weil sich da irgendein Soldat zum Drachenkampf rausgetraut hat. Ach.